Das britische Unterhaus darf kein weiteres Mal über denselben Brexit-Deal abstimmen. Das machte Parlamentspräsident John Bercow in einer überraschenden Stellungnahme im Unterhaus deutlich und bezieht sich dabei auf eine Regel aus dem 17. Jahrhundert. Demnach darf dieselbe Vorlage nicht beliebig oft innerhalb einer Sitzungsperiode des Parlaments zur Abstimmung gestellt werden. Damit machte Bercow der Regierung einen Strich durch die Brexit-Pläne. Was die Regierung nicht rechtmäßig tun kann, ist, dem Unterhaus denselben Vorschlag oder im Wesentlichen den gleichen Vorschlag wie den der letzten Woche erneut vorzulegen, der mit 149 Stimmen abgelehnt wurde. Ursprünglich ein Konservativer, hat sich der 56-Jährige von den regierenden Tories und Premierministerin Theresa May zunehmend entfremdet. Bercow sieht sich als Verteidiger des Parlaments gegen eine Regierung, die zunehmend autoritäre Züge trägt.